So, und herzlich willkommen zu. Er wisst sowieso schon. Brauche ich ja gar nicht mehr erwähnen. Brauche ich sowieso nicht erwähnen. Ich meine, es steht da im Videotitel. Ist ja nicht so, als wenn es nirgendwo ersichtlich wäre, um was es hier geht. Also, ja. Okay. Er mache, er hinne. Das kannst du ja nicht mit ansehen hier. Zum Glück kann man dabei immer schon Käffchen trinken. Das muss im Mikrofon klingen wie so ein Orkan, Alter. Sehr schön. So, okay. Ich würde mal sagen, ich flirte erstmal überall. Ach, das Ding ist jetzt natürlich. Oh, scheiße, die wandern. Weil der dürfte gar nicht stören. Dann müsste ich ja auch was raufbauen können, oder? Werden wir denn sehen, wenn es soweit ist. So. Ja, das hat. Ja, das hat. Das ist jetzt. Wow! Rausgeglitscht. Ha! Wahrscheinlich durch den Zaun wieder. Na komm. Lasse er mich raus. So, dann machen wir jetzt mal überall den Sand, nehme ich. Und dann, wenn wir das haben, können wir nämlich die ganzen Schrägen und sowas alles setzen. So völlig in die Ruhe quasi. Nein, das war gerade falsch. Ist ja bei Sand zum Glück nicht so schlimm. Es gibt keinen einfacheren. Ah, lol, das funktioniert sogar. Ist das geil? Schön. Zornblume einfach mal lebendig begraben. Aber einfach so gar nichts passiert. Aber ja, das klappt auch nur bei den Sonnenblumen, weil die Sonnenblumen nämlich ein Block sind. Auch nö, ne? Hallo Sonnenblume. Nee, weil technisch gesehen ist quasi die gesamte Sonnenblume ein Block. Das heißt, die Spitze ragt zwar in den zweiten Block hinein, ist aber technisch gesehen kein extra Block da oben. Anders als bei dem hier. Hier sieht man auch schon, ne, der untere ist ein Block und das obere ist ein Block. Das heißt, wenn ich hier Sand hinsetzen würde, wäre der obere Teil weg. Und das wäre scheiße, weil der kommt dann auch nicht mehr wieder. Und dementsprechend muss man da halt aufpassen, bei den Sonnenblumen hingegen nicht. Ist ein bisschen funny, aber ist halt so. So. Ich sollte nicht reinfallen. Na gut, so schlimm wäre es nicht, aber muss trotzdem nicht sein. Ach Gott, dieses Sand hier aufschütten ist ja, Alter, sieht ja aus wie ein Kackhaufen hier so. Guck mal, ich habe einen Kuchen aus Scheiße gebaut. Ja. Am besten wäre es eigentlich, ich bin auch eigentlich voll dumm, wenn ich so rum anfange. Dann kann ich nämlich da einfach rauslaufen, wenn ich dann einmal Runde rum bin. Das ist ja, das wäre halt so voll intelligent. Was auch die Antwort auf die Frage wäre, warum ich das noch nicht schon längst gemacht hätte. Weil es einfach so intelligent wäre, ne? Dass das meinen Intelligenzquotienten sprengt. So. Und für alle die die letzte Folge nicht geguckt haben. Ja, ich habe nicht vor, hier richtigen Boden einzubauen. A, wäre mir jetzt einfach viel zu viel Arbeit. Jetzt mal no joke, es wäre mir einfach zu viel Arbeit. Und vor allen Dingen, es soll ja wirklich so eine kleine Iglus sein, so eine kleine, so eine Dinger, wo halt, weiß nicht, irgendwie so ein, was war denn die überhaupt gerade?
wo du einfach so kleines Campfeuer reinbaust und das war's dann. Also wirklich nichts, irgendwie was, wo man dauerhaft drin wohnen. Ja, doch, eigentlich schon. Aber, ja, egal, auf jeden Fall nein. Ich liebe es, mich so durch Blöcke durchzuglitschen. Das ist halt irgendwie so total funny. Ach, man hat ja dieses mit diesem Sand hier. Oh, hier habe ich einen Block vergessen. Upsala. Wie konnte das denn passieren? Muss ich direkt mal alle anderen Gebäude auch mal überprüfen, ob ich das irgendwo anders noch auch noch vergessen habe. Das wäre Katastrophe. Hier haben wir. Da auch. Alter, immer dieses so runtergucken, um da reinzugucken. Dabei ist das eine 2D-Fläche. Da kann man nicht drunter gucken. Das geht nicht. Warum sind Menschen so dumm? Ich verstehe das nicht. So, hier können wir gar nicht mehr reingucken, weil hier alles bereits zu ist. Aber wir können hier oben drüber gucken. Genau, da ist auch. Da, ja doch, überall alles fertig. Das ist nur bei dem einen, wo das gefehlt hat. Oder immer noch fehlt. Hat keiner gesehen? Ach komm jetzt. Ist das dein Ernst? Muerte. Ich werde dich gefickt haben. Ja, komm, komm, komm. Wir verbrauchen ja echt ganz schön viel Sand. Ich meine, gut, wir haben auch zum Glück massig Sand. Also, wenn wir irgendwas so viel hätten wie Sand, dann, na, vielleicht Eisen. Wobei, so viel Eisen haben wir auch wieder nicht. Also, bei aller Ehre, bei allem Respekt, aber ich guck mal, an Sand kommt einfach nichts ran. Außer vielleicht Cobblestone. Das wäre noch eine Option. Wobei wir auch relativ viel Cobblestone immer wieder verbraucht haben, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, Sand ist unangefochtener Weltmeister bei dem. Ach Gott, leck mich. Bei dem, was wir haben. Ach, ups, da fehlt noch. An Verfügbarkeit und so. Ein Schmetterling. Der Schmetterling könnte sogar überleben, weil hier kommt ein Dachziegel hin und da kommt ein Dachziegel. Das heißt, hier, wo der Schmetterling ist, kommt kein Block hin. Oh mein Gott, Schmetterling, du hast mehr Glück als Verstand. Und ich glaube, ich werde mal wieder draußen ein paar Hunde abknallen. Die kaufen sich immer wieder einen neuen. Ich habe ihn schon ein paar Mal umgebracht, aber der kommt immer wieder. Was ist los mit dem? Nochmal. Nein, sterben. Dann halt von innen. Ach, von innen geht's aber nicht. Was? So. Hä? Nein. So, der muss auch noch weg. Ist der, geht doch von innen. Lal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 
Dann würde ich mal sagen, wir können eigentlich gleich direkt alles mit einmal machen. Dann machen wir nämlich einfach mal so. Kopieren das und können das jetzt hier überall so richtig schön gleich bei allen Häusern mit einmal hinsetzen. Ja, und genau deswegen hier ist nämlich das Replacement Tool jetzt ganz gut, weil anders komme ich hier hinten nämlich gar nicht rein. Und ich will den Baum gerne möglichst intakt lassen. Das ist nämlich meine Intention. Und wenn wir das halt manuell da gesetzt hätten, dann hätten wir es ja so hinstellen müssen. Das heißt, wir hätten die ganzen Blätter da hinten entfernen müssen. Und das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Dafür liebe ich die Natur zu sehr. Oh, diese Lügen tun weh. Nein, das war nicht cool. Das war nicht cool. Hörst du mich? Ach, scheiße, die waren dann. Ist mir egal. Kommt später sowieso übermalt. So, hier ist nämlich jetzt genau das Gleiche. Oh, nö. Ach komm, dann machen wir das einfach mal so hier. Oh, ich glaube, da komme ich gar nicht rein. Doch. Ja, perfekt. Ja, guckste. Da ist ja alles wie geplant. So etwas nennt man denn wohl unberührte Natur. Nee. So, perfekt. So, jetzt kommen die nächsten. Das sind dann... Ich möchte sterben. Ja, das möchten wir. Keine Axt dabei. Leck mich am Arsch. Achso, gut. Okay, komm, ganz ehrlich. Ach, ich bin ja auch. Ne, wir machen einfach so hier. Dann können wir den überschreiben. Ha! Achso. Der ist ja komplett falsch. Ach, leck mich am Arsch. Egal, können wir trotzdem später überschreiben. Ist ja gar kein Problem. So, jetzt gehen wir wieder alle Häuser lang. Und machen jetzt überall das Gleiche. So und so und so und so. Alter, das ist hier ein Gehoppel, ey. Komm mir gerade vor, wie hier bei, weiß nicht, bei Donkey Kong oder so ein Scheiß. Lara Croft-Style hier. Hier wird gehüpft bis zum Abwinken. Boing. Och, gut, das Blatt muss weg. Sorry. Es tut mir überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, Blätter, die halt wirklich im Weg sind, ne, die sind halt im Weg. Da kannst du nichts machen. Die sind verloren. Auf ewig und 3 Jahre. Ja, man könnte fast denken, diese Bäume hier sind genau für Dachdecker gemacht. Die können einfach direkt so rüberspringen über die Bäume. Das macht voll Fun und so. So, jetzt hier. Und jetzt hier wieder kopieren. Alter Schwede, ey. Das ist ja wie hier Copy und Taste. Ah, wer kennt's? Okay, so rum kommt man nicht drüber. Schade eigentlich. Und wer jetzt nach einer Fernsehsendung googelt, der ist komplett auf dem Holzweg. Copy und Taste ist für eine Kochsendung, aber nicht vom Fernsehen, sondern von dem von mir hochgeschätzten YouTuber Let's Floyd. Was zur Hölle? Lee Floyd. Der macht so eine Sendung, wo er so versucht, so Gerichte, also erfolgreich versucht. Das klang jetzt gerade negativ, als es gemeint war. Also bei dem er halt meistens erfolgreich, ab und zu auch nicht ganz erfolgreich, aber halt versucht, so Gerichte, die so in einer Gastronomie vorkommen, wie zum Beispiel, weiß nicht, Hamburger, Schnitzel, also so klassische Gerichte halt, als Hausmannskosten, also ne, mit ganz normalen Hausmitteln nachzumachen, die dann meistens sogar besser werden als The Original. Also für alle, die gerne Kochsendungen gucken, zieht euch nicht so eine komischen Kochdinger rein, wie im Fernsehen, wo irgendwelche Leute da gegenseitig sich versuchen abzustechen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ja, wo die versuchen, aus Kochen einen Wettbewerb zu machen, was so ziemlich das Schlimmste ist, was man machen kann, weil Kochen ist laut meiner Definition, sorry, Kunst. Und Kunst ist nichts, was du irgendwie bewerten kannst. Ich meine, was soll der Scheiß? Ich meine, gut, du kannst jetzt sagen, okay, du hast jetzt eine vordefinierte Suppe von, weiß ich, Spaghetti Bolognese mit den und den Eigenschaften. Und jetzt versuchten bitte alle genau dieses Gericht nachzukochen. Ja, das bringt mir in der Praxis relativ wenig, weil, oh Scheiße. Haben wir uns verzählt? Ach nee, die beiden, die ich da irgendwo verbaut habe. Ah. Die fehlt das natürlich hier. Scheiße. Ja, auf jeden Fall, laut meiner Definition von
Kochkunst, weil Kochkunst ist für mich zum Hauptbestandteil Kreativität. Und das kannst du halt in Kochshows nicht bewerten, weil Kreativität ist genauso wie andere, wie alle andere Kunst, wie Musik, wie Bilder, also wie Bilder malen und sowas alles. Sowas kannst du nicht bewerten. Es gibt Leute, denen schmeckt das eine Gericht, das andere dafür nicht. Es gibt Leute, denen gefällt das eine Lied, das andere dafür nicht. Es gibt Leute, die finden Bilder von Picasso schön. Es gibt Leute, die hassen Bilder von Picasso. Also, sowas kannst du doch nicht bewerten wollen. Es ist komplett... Nee! Wenn ich da zum Beispiel hingehen würde, als keine Ahnung, wie man das denn, also als Bewerter, ich glaube mal, dann würde ich sagen, alles scheiße. Und wenn mir da irgendjemand so eine Billo-Pizza hinpackt, er hat gewonnen. Ja, keine Ahnung. So wird es wahrscheinlich bei mir laufen. Ja. Finde ich also ein bisschen sehr zweifelhaft. Aber gut, da jeder seins. Ich halte mich dann lieber an solche Sachen wie gesagt, Copy und Taste. Erstens hat man da wirklich Kreativität, die man da sieht. Und zweitens wird das wirklich halt, naja, ist das halt nicht irgendwie mit Bewertung und denn so, das Gericht ist durchgefallen, das Gericht nicht, sondern ein bisschen lockerer. Nicht so dieser Wettbewerb-Effekt. Wir brauchen eine Spitzhacke. Haben wir keine Spitzhacke mehr? Doch, da ist die doch. Geht doch. So. Wo waren die jetzt? Also eins war hier hinten irgendwo. Ich weiß nur nicht mehr genau wo. Ah nee, hä? Ups, falsche Seite. Gut, dann war hier aber trotzdem eins, und zwar das hier. Und da das andere, was ich eigentlich gerade suchen wollte, war nämlich hier hinten irgendwo. Genau da. Tada! Und schon haben wir unsere beiden wieder. Und jetzt sieht man, wir haben perfekt gezählt. Es passt auf das Stück genau. Sehr schön. So, und jetzt kommen die restlichen Dinger. Das heißt, jetzt kommen die Dinger alle. So. Ja, die konnte ich jetzt fast manuell setzen, aber es geht halt so doch noch viel einfacher. Lalalalalalalalala. Cool, dann sind wir mit den Dächern fast fertig. Vielleicht werden wir in dieser Folge sogar noch komplett fertig mit den Dächern. Dann müssen wir bloß noch den Sand wieder abbauen. Und dann sind die Häuser. Ja, also bezugsfertig. Also auf jeden Fall fertig. Der nette Herr Baumeister, also ich, ist denn zufrieden mit seiner Schöpfung? So, das müssen wir jetzt hier so machen. Da kommen wir nicht dran. Doch. So. So. Voilà. Dieses Replacement-Tool ist halt einfach genial. Man kann damit ersetzen, man kann aber auch ranbauen. Also eigentlich alles, was du so fürs normale Handling brauchst. Also, liebe Sokomine, wenn du dieses Video siehst, ich liebe dich. Ich liebe dich einfach so sehr. Ich liebe dich mehr als meine Mama. Spaß. Nein, da kommst du leider nicht ran. Also ich liebe dich zwar sehr, aber so sehr denn... Also meine Mama hat einfach Vorrang. Sorry. Hallo, danke. Bob, der Baumeister-Taktik hat versagt. Ich bin am Baum hängen geblieben. So, schwupp, 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 schwupp. Und so, so. Sehr schön, Seite Nummer 1 fertig. Jetzt kommt die andere Seite. Das geht ungefähr so hier. Dann einmal so. Und jetzt wieder kopieren. Oh Mann, egal. Was? Egal. Wollte gerade irgendwie, oh Mann, ey, und oh mein Gott, gleich sagen. Was dabei rausgekommen ist, war eher eine Missgeburt aus beidem. Also, was weder das eine noch das andere war. So. So, hier muss ich wieder gucken. Ich glaube aber, hier müssen wir wieder ersetzen. Also, von unten. Das wird anders nicht funktionieren. Wobei, jetzt von unten kommen wir nicht wirklich ran.
Das ist natürlich ein bisschen tragisch. Der eine Block da, der ist komplett zugebaut. Gut, das müssen wir, einfach den Block hier erstmal entfernen. So, jetzt können wir den Block nämlich ersetzen und dann hier ransetzen. Easy. Ha? Wo ein Wille ist, ist auch ein Upsala. Ein Weg, wollte ich sagen. Doch leider wurde mir dann der Weg unter den Füßen weggerissen. So schnell kann es passieren. Da denkst du, du bist Weltmeister und dann, ja, wirst du Weltmeister beim auf die Fresse fliegen. Okay, hier muss ich auch wieder entfernen. Dann wirst erstmal du gemacht und dann hier hingesetzt. Easy. Tja, also das mit den Bäumen intakt lassen funktioniert tatsächlich besser, als ich dachte. Und da wir jetzt mit der Zeit mit dem Replacement-Tool arbeiten, hätte ich die untere Erdereihe überhaupt gar nicht hinsetzen brauchen. Brauchen wir gar nicht. Okay, na gut, macht sich so aber doch besser tatsächlich, weil so können wir nämlich von hier oben einfach raufklicken. Ist doch schon einfacher. Von daher war sie auf jeden Fall nicht umsonst. Sie war halt nur nicht mehr, oder sie ist halt nur nicht mehr zwingend nötig. Sagen wir es mal so. Ach, gleich geschafft. Oh mein Gott. So, du musst einmal... Nein, das wäre der falsche. Da. Ich wollte gerade hier um das Blatt ersetzen. Das wäre aber katastrophal geworden. So. Macht... Danke. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Bitte funktioniert. Ja, es funktioniert. Weil irgendwie dachte ich, dass dieses Blatt hier irgendwie so anders betrachtet wird. Also nicht kein normaler Block ist, sondern so ein Block ist, der generell, was, egal was auch immer passiert, er dabei immer ersetzt wird. Aber tatsächlich nicht. Sehr schön. Trotzdem müssen wir dann nachher, wenn wir den Sandblock, upsala, den Sandblock oder die Sandblöcke abbauen, dann darauf achten, dass wir dabei nicht auch aus Versehen die Blume zerstören. Oder, naja, ist ja keine Blume, ist ja eher so ein Gewächs, so ein Gestrüpp. Aber ein schönes Gestrüpp. Ich mag es. Es sieht optisch ansehnlich aus. Ich finde es sehr feierlich. Deswegen veranlasse ich einen Feiertag. Zu gedenken dieser doch recht hässlichen Blume. Na. Ha! King of Baum. Wieder ein Zitat, was wahrscheinlich keiner kennt. Baumann schreitet zur Tat. Ja, wobei, mal gucken, dank den ganzen heutigen Memes und sowas, vielleicht kennt es heute doch noch wieder alle oder viele. Auf jeden Fall ein Zitat aus ASDF-Movie. Wer das nicht kennt, gehört nach wie vor verbrannt. Ja? Aber es gibt tatsächlich trotzdem welche. Heutzutage veraltet ja alles extrem schnell. Weißt du, früher, wenn früher auf YouTube mal ein Video rauskam, ja, da wo die Plattform noch neu war, da hat man sich über jedes Video einfach mal so, weiß nicht, das, Leute, die damals YouTube kennengelernt haben, kennen die Videos, die damals rauskamen, bis heute. ASDF-Movie ist bis heute ein Begriff. Für all diejenigen, die es noch kennengelernt haben. Und heutzutage, wenn heutzutage mal irgendwie mal so ein Joke-Video rauskommt, hahaha, voll witzig, und einen Monat später, welches Video meinst du denn überhaupt? Ah ja. Die Welt ist schnelllebig geworden. Sehr schnelllebig. Und man kann es feiern oder aber, so wie ich, absolut verfluchen. Ups, was hält? Hey, jetzt habe ich aber die Shift-Taste gedrückt gehalten. Das war natürlich komplett useless. Jetzt, so. Yay, wir sind gleich mit dem Dach fertig. Woohoo. Dann heißt das, bloß noch ein bisschen Dreck wegräumen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann haben wir es geschafft. Oh, hier müssen wir mal ein bisschen tricky mit dem Baum. Aber wobei, geht eigentlich. No problemo, man kommt ja überall locker ran hier. Muss auch drauf aufpassen. Ich glaube, wir machen erstmal Folgenpause, dass es hier nicht wieder hier, ne? Schon wieder in Überlänge ausartet. So. Und die restlichen drei Häuser, na, lass mich doch mal hoch hier. Du bist ja ein kleiner Unmensch.
Ach komm, machen wir jetzt noch schnell hier. So viel ist es ja nicht mehr. Oh, hallo. Dass man bei diesen Schrägen, wenn man da runterläuft, nicht springen kann. Ich verstehe das nicht. Oh, Alter. Das ist ja Schikane hier. Was denn los? Kommt wohl aus Schinkistan. Fertig. Oh nein, der letzte Block. Jetzt reicht mir aber. Jetzt ist aber gefeiert. Geben Sie mir meinen Block zurück. So. Und es hat, wie man hier oben an der Fehlermeldung sieht, perfekt hingehauen. Digga. Perfektion in Aktion. So mag ich das. Gut. Ich würde sagen, die Aufräumarbeiten verschieben wir auf nächste Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne würde ich mal sagen, ja gut, die Folge war jetzt ein bisschen kürzer, aber dafür bin ich jetzt wieder richtig im Zeitrahmen. Das heißt, die nächsten Folgen dürften dann wieder absolut perfekt sein. Schau mit V.